Oh, wo war jetzt hier nochmal der Eingang zum Dorf? Oh Gott, ich bin durcheinander. Ich komme. Wo bin ich? Oh Gott, da. Da, genau. How can I help So, you? ich möchte wieder zurück nach Piastovia. Gucke ich jetzt hier nämlich nochmal, was hier die Quest ist. Eieiei. Oh, hier sind sogar auch zwei. Ah. Swirl. Hallo, Swirl. Der Tod wird aus dem Sumpf kommen. Du liest die Anschlagtafel. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh ja, die Auserwählte. Die Welt ist in großer Gefahr. Aber habe ich heute hier nur mit solchen Leuten zu tun? Was? Auserwählte? Große Gefahr? Ich bin nicht sicher, ob das meine Frage beantwortet. Das alte Böse reckt sein Haupt aus dem Sumpf. Ich glaube, reckt, sollte das heißen. Die Menschen müssen gewarnt werden, aber niemand will mir zuhören. Vor allem der Quartiermeister nicht. Die Menschen müssen ihren Verstand öffnen, aber du siehst aus wie jemand, der offen ist. Tue ich das? Du musst die Bewohner von Piastovia warnen. Auf dich werden sie eher hören. Was genau soll ich ihnen sagen? Das Ende naht. Wir sollten uns alle auf das Schlimmste gefasst machen und uns nicht dem Sumpf nähern. Und wenn ich mit ihnen rede, lässt du sie in Frieden? Natürlich, es bleibt ihnen überlassen, was sie mit dieser Warnung anfangen. Das Ende naht. Ach du meine Güte, hier noch so ein bekloppter Heini. Ach du Alter, sowas, so, ich mach mal aber jetzt hier noch die. Ich sammle jetzt erstmal ein paar Quests. So. Ganz einfach. Was ist er denn? Ach, hier. Erwan, habt eine Quest für uns? How Ja. can I help you? Wie stehen die Dinge in Piastovia? Braucht ihr bei irgendetwas Hilfe? Ich bin froh, dass du fragst. Ich brauche wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt gab es in letzter Zeit keinen Moment, in dem ich nicht beschäftigt war. Die Probleme mit Gesetzlosen, das Ausbleiben von Vorratslieferungen unserer Nachbardörfer fordern ihren Tribut in unserer Stadt. Unsere Leute brauchen fast jeden Tag Hilfe. Sieh nur unsere Anschlagtafel an. Die spricht für sich selbst. Und es kommen ständig neue Hilferufe hinzu. Aber es gibt einen Fall, der nicht publik gemacht werden kann. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Das hört sich gar Damn, nicht gut an. it's Ehrlich freaking. gesagt hatte ich gehofft, du würdest einmal sagen, dass alles in Ordnung ist. Es gibt ein Problem, um das ich mich kümmern muss, das ich aber nicht einfach an der Anschlagtafel anbringen kann. Die Leute vertrauen mir schließlich und verlassen sich auf meine Kompetenz. Das ist es, was sie in diesen Tagen antreibt. Ich darf ihr Vertrauen nicht untergraben, indem ich jetzt Schwäche zeige. Also was genau beschäftigt dich? Es geht um meinen Lehrling, Lubos. Es ist noch nicht lange her, dass er auf der Suche nach Arbeit nach Piastovia kam. Zufälligerweise war ich gerade auf der Suche nach einem Assistenten, der mir etwas Arbeit abnehmen kann. Es war fast, als hätte das Schicksal ihn zu mir geführt. Ich habe ihm einige kleine Aufgaben übertragen, damit er sich an die Arbeit gewöhnen kann. Nun habe ich gehört, dass sein letzter Auftrag für einiges Aufsehen im Dorf gesorgt hat. Er hätte einige Waren unter den Dorfbewohnern verteilen sollen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. So schlimm kann es ja nicht sein. Es scheint, als wäre kaum jemand mit der Lieferung zufrieden gewesen. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat sie abgelehnt und darauf bestanden, dass sich sein Meister nicht einmischen sollte. Könntest du mir helfen und dafür sorgen, dass diese Schlamassel ein Ende findet? Gut, wo finde ich den jungen Unruhestifter jetzt? Ich habe ihm einen Platz zum Wohnen außerhalb der Stadtmauern beschafft. Er wohnt in einem Haus neben der Windmühle. Bitte sei geduldig mit ihm. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern, denn ich habe große Hoffnungen in ihn. Ich werde ihm einen Besuch abstatten. Ups. Eidhalter des Quartiermeisters Lehrling. Ja, okay. Da haben wir jetzt ja wieder eine Menge zu tun, würde ich sagen. Aber zuerst kehre ich jetzt erstmal wieder zurück in unser Dorf.
hier den Verrückten, dann noch den NPC. Jetzt haben wir hier noch einen Lehrling, der Sachen verdaddelt. Okay. Wir sind gut beschäftigt, würde ich sagen. Kann ich hier schon... Nein, hier noch nicht. Kann ich hier schon... Auch noch nicht. Mann! Ich brauche noch ein paar Bäume. Ah, hier. Den kann ich doch schon mal mitnehmen. Ich lasse aber den Stumpf stehen, damit der nachwachsen kann wieder. So, so und so. Ich mache jetzt noch mal ein paar Werkzeuge für die Dorfbewohner. Weil sie brauchen auf jeden Fall, also angefangen beim Schmied braucht der natürlich Holzhämmer, dann kann er aus den anderen Sachen, also dann kann er nämlich wieder weiter anfangen, die anderen Sachen herzustellen. Darum fange ich einfach jetzt mit dem Schmied an. Wenn der nämlich sein Werkzeug hat, dann kann er die anderen Sachen ganz einfach nachbauen. Okay, ja, das muss so, das muss so. So, Holzhammer, so. Ich muss ja 5 Stämme behalten. So. Und ich glaube, damit haben wir dann schon wenigstens ein Problemchen weniger wieder. Muss wirklich anfangen, hochwertigere Werkzeuge herzustellen. Die auch länger durchhalten. Also dann, Holzhämmer, rein damit. Oh, die Steinmesser, die können auch rein. 2 Säckchen, Bierflasche, ja, eigentlich kann alles, was hier drin ist, rein. Oh, nee, die Bretter, nee, die Holzstämme nicht, die muss ich wieder rausholen. Ja. Holz. Stamm. Also, okay, wir haben eigentlich genug Holzstämme. Warum hat er denn jetzt nicht genug nachproduziert? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. So, die kommen hier rein. Und der Rest kommt ins Nahrungsmittellager. Ein paar Äpfel. Ja, saure Milch. Ja, die kann ich halt nicht gebrauchen. Käse, so. So. Es bleibt hier. So, und nochmal ab ins Bett, damit es wieder ein wenig heller ist. Ja. So, guten Morgen. Brick mit Falislav. Jo. Das machen wir auch. Vielleicht. Vielleicht habe ich Glück. Und es wird reichen für... Muss mal gerade gucken. Für die Scheune. Dann kann ich nämlich jetzt wieder mehr Leute einstellen. Das ist immer noch ein Strohdach.
bekomme zwar ein bisschen was zurück, aber ich nehme noch ein bisschen Strom mit. So. Und dann mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt noch auf die Schnelle die Scheune auf die Stufe 2 hoch. Dann kann ich da wenigstens jetzt 4 Leute drin beschäftigen. Und auch noch ein bisschen effizienter dann arbeiten. So, mal gucken. Ich hoffe, es wird ein wenig reichen. Mit diesem Skill geht's halt doch ein bisschen fixer. Könnten wir noch Glück haben? Bevor die Leute anfangen müssen zu arbeiten. Ich muss sie trotzdem wieder neu einteilen, ich weiß. Bevor hier jetzt hier irgendwie was verloren geht. Ah, sieht gut aus. Ah. Na, das geht ja ratzfatz. Jetzt haben wir mehr als genug Holzstämme gerade. Kriegen wir hier im Handumdrehen hier gerade die Scheune fertig. Komm halt noch ein bisschen durch. So. Mal gerade ein bisschen Luft holen. So. Zack. Und die letzte. Komm schon. Zählst du noch durch? Super. Wir haben es geschafft. Geil. Jetzt können wir hier 4 Leute einstellen. So. Nigrod. Inga. Und Nitak. Nitek. Super. So, ja, das ist in Ordnung. Wir brauchen bald noch eine zweite Scheune. Ich sehe schon. Wir brauchen bald noch mehr Scheunen. Was hat die Schmiede noch für ein Problem? Ah ja, gut, ich muss jetzt die... Stimmt. Oh, sie haben jetzt angefangen zu arbeiten. Okay. Ich kümmere mich drum. Ihr habt gleich wieder Holzstämme. Hauptsache, jetzt ist es erstmal auch die Scheune fertig. Oh. Ach ja, das Verdorbene noch verarbeiten. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kompost. So, Holzschale verdirbt nicht. Ist ja klar. So, Holzschale rein. Dämme rein. War doch nicht so viel, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich viel mehr Holz brauche. Aber gut, das ist dann ja auch in Ordnung. Ah, wir haben ein Küken. Oh, wir haben schon seit längerem ein Küken. Okay. Und das Ferkelchen ist auch. Das ist auch schon da. Gut. Wir haben jetzt wenigstens schon mal einen mehr für die Scheune. Wir brauchen noch einen. Oder noch eine. Damroka ist Koch. Gut, Dobislava arbeitet im Grabungsschuppen. Also bauen wir auch bald wieder jemanden, der sie ersetzt. Rosalinda ist eine... ach, die arbeitet in der Werkstatt. Ja gut, okay. So, ich produziere dann mal noch den Dünger fertig. Dann haben wenigstens auch die Feldarbeiterleute wieder ein bisschen was zu tun. So. 71 Dünger? Ja, das ist okay. Ja. 'Irgendwie müsste ich hier gleich auch noch so ein Materiallager hinpacken, damit man immer nicht so weit laufen muss. Oder ich baue das da hinten endlich fertig. Damit ich mehr Platz habe. So. Dann haben jetzt, naja, zumindest für diesen Tag die Feldarbeiter wieder genügend Dünger.
Es ist manchmal echt so, so schnell weg. Die haben wenigstens was zu tun. Okidoki. Was haben wir jetzt? Okay, wir haben einiges. Wir haben einiges. Ich bin ein NPC, der Sohn der Wölfin, das Ende naht. Svitomira, Bogduan, Boguan, Bogudan und Goslava. Okay. Sprich mit Lubos. 1500 Reputation. Oh, okay, das ist viel. Das ist eine Menge. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder hoch nach Klonika und spreche mit Falislav. Dann haben wir nämlich die Quest schon erledigt. Wenn er nicht noch mehr möchte. Unser Questgeber. Unser NPC-Questgeber. Ach, Mensch.